Ein herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella. Wir stellen mal wieder vor, welche Karten ich verwende. Finde deinen wahren Weg von Colette Baron-Reed. Das Naturgeister-Orakel von Angela Hartfield und Josephine Wall. Dann das Gilde-Tarot von Ciro Marchetti. Und zur Klärung die ganz normalen Rider-Waite-Tarotkarten. Und dann wollen wir mal schauen, was diese Woche für euch im Petto hat. Ja, dann viel Spaß bei deiner Legung. Ein herzliches Willkommen, lieber Wassermann, zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche 18. bis 24. November 2019 und wollen natürlich auch in dieser Woche wissen, was beim Wassermann so energetisch passiert, was du hoffentlich nutzen kannst, was hoffentlich hilfreich für dich ist. Denk dran, wir sind bei der allgemeinen Legung, die kann und wird nicht immer passen. Wichtig ist, dass du daraus Impulse bekommst, die dir weiterhelfen. Darum geht's ja. Und wir wollen gleich mal schauen, was bringen dir denn deine Mitmenschen an Energie so entgegen? Was hast du von deinen Leutchen zu erwarten? Die 5 der Erde. Die 5 der Erde ist so der Rückzug. Es ist so die Mobbingkarte. Ich glaube nicht, dass du gemobbt wirst, aber dass jeder so ein bisschen so sein eigenes Süppchen kocht im Moment. Ja, das muss nicht schlecht sein. Vielleicht hat jeder irgendwas anderes zu tun. Durchaus möglich. Wir schauen mal, wie das zu deinen Energien passt, wie du dich selber siehst, deinem Wunsch in dieser Woche, deinen Hoffnungen und Ängsten. Was gut ist für dich, was weniger gut ist und natürlich der mögliche Ausgang in dieser Woche. So, dann wollen wir schauen, was an den Wochentagen so passiert. Und da kann das natürlich bei der allgemeinen Legung flexibel sein. Also für dich kann das ein anderer als der gelegte Tag sein, ist nicht schlimm. Das Wichtigste ist, dass es hilfreich für dich ist. Und darauf kommt es an. Und wir wollen natürlich wissen, was du als Wassermann deinen Mitmenschen so zeigst. Also wie trittst du diesen Menschen entgegen? Königin der Kelche, ganz ungewohnt. Das ist diese mütterliche Karte, die sich kümmert. Vielleicht machst du dir Sorgen um jemanden oder vielleicht hast du auch den Kontakt irgendwie mit jemandem vernachlässigt, der sich vielleicht ein bisschen einsam fühlt oder so und du gehst dem nach und meldest dich vielleicht zum Beispiel. Ist jetzt nur ein Beispiel. Wir schauen mal. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und der Sonntag. So, ja, schauen wir mal, was wir für dich haben. Beginnen wir gleich mit der Energie, wie du dich selber siehst in dieser Woche. Und haben die 7 der Luft. Die 7 der Luft ist auf der einen Seite die Diebstahlkarte, was keine schöne Karte ist und ich hoffe, dass du dich so auch nicht siehst. Aber es ist auch die Karte, wo man was verbirgt, wo man nicht offen ist. Und das könnte mit den 5 der Münzen zu tun haben, die da von außen kommt. Also, dass du etwas vor jemandem verbirgst oder nicht mitteilst. Es muss ja nicht das große Geheimnis sein, aber Informationen oder Mitteilungen, keine Ahnung. Jedenfalls, das ist dann der Rückzug des anderen. Es wäre gut, wenn du dich darum kümmerst. Schauen wir mal, was du dir wünschst. Wir haben die 2 der Erde. Das heißt, du bist unentschlossen. Du wünschst dir Möglichkeiten, 2 Möglichkeiten der Stabilisation. Du prüfst das vielleicht noch, hast dich aber noch nicht entschieden. Und vielleicht ist das das, was du deinen Mitmenschen nicht mitteilst. Was sind deine Hoffnungen und Ängste? Da haben wir die Hohepriesterin. Das ist, ja, ich denke mal, dass Leute oder das ist die Hoffnung, dass du das Richtige raussuchst. Die Befürchtung ist, dass andere dich durchschauen. Ja, die Hohepriesterin ist ja Geheimnisträgerin und, ist Wissende. Ja, sie wird damit auch nicht hausieren gehen, wird das nicht jedem erzählen, aber ich denke mal, es könnte sein, dass das einmal Hoffnung ist, dass du das Richtige wählst für dich, das Richtige tust und auf der anderen Seite die Befürchtung, bevor du das Richtige tun kannst, wissen die anderen schon, was du vorhast. Je nachdem, worum es bei dir geht. Was ist denn gut für dich? Gut für dich ist die 9 des Wassers, die 9 der Kelche, Wunscherfüllung. Ja, was ist denn deine Wunscherfüllung? Wenn du es hier nicht weißt, so richtig, ja, dann hoffen wir natürlich, dass du das Richtige wählst. Wir gucken uns das gleich nochmal an. Was ist nicht gut für dich? Gerechtigkeit, okay. Gerechtigkeit ist ja an und für sich eine positive Karte. Wenn die an der Stelle steht, nicht gut für dich, bist du entweder nicht fair
oder dein Gegenüber ist nicht fair oder beide Seiten empfinden etwas als ungerecht. Wir schauen mal, wie das Ganze ausgeht. Wir haben das Ass der Erde, eine Chance auf einen Neubeginn in Sicherheit und Stabilität. Und ich glaube, da ist natürlich dein Kümmern auch gefragt. Du musst ja deinen Teil dazu beitragen, je nachdem, welches Thema bei dir gerade ansteht. Wir schauen mal, was die Wochentage sagen. Wir haben hier nochmal die 7 der Schwerter. Und das sagt mir, dass es da um etwas geht. Vielleicht geht es auch darum, seine Gefühle zu offenbaren, denn wir haben die Königin der Kelche da bei dir als Energie. Du bist verletzbar, auch wenn du es nicht gerne zeigst. Du bist sachlich und logisch, aber du hast auch Gefühle. Und die hältst du vielleicht versteckt und vielleicht ist das gar nicht so gut. Wir gucken mal. Dienstag haben wir die 3 der Schwerter, ja. Ich denke, durch dieses Verbergen, durch dieses Zurückhalten ich sag mal, dein eigenes Süppchen kochen, könnte es natürlich sein, dass du andere ungewollt vielleicht vor den Kopf stößt und dann auch selbst dich damit triffst, weil du eben nicht sagst, was du empfindest. Am Mittwoch haben wir König der Stäbe, Feuerenergie, direkt unter der Hohepriesterin. Okay, das könnte sein, jemand, der vielleicht deine Empfindsamkeit oder auch deine Unentschlossenheit, deine Unsicherheit durchschaut. Könnte ein Boss sein, könnte ein Familienmitglied sein, dein Partner, deine Partnerin. Und ich glaube, dass der König der Stäbe jemand ist, der auch ein Gespür hat für Menschen, weil er sehr kommunikativ ist, sehr aufgeschlossen. Und mit den 2 der Erde kriegt er das schon mit, dass du vielleicht nicht so ganz weißt, wohin mit dir. Gucken wir mal weiter. Am Donnerstag haben wir den Ritter der Stäbe, Begeisterung. Es geht darum, deine Wünsche, die du hast, was begeistert dich? Und vielleicht bist du in irgendeiner Situation hier so festgefahren, dass du irgendwie gar nicht mehr so darauf achtest, was dich begeistert. Schauen wir erstmal weiter. Freitag haben wir die 10 der Münzen. Also, da ist doch Stabilität und Sicherheit, Wunscherfüllung, finanzielle Absicherung. Aber wir haben hier die Gerechtigkeit. Da ist was im Argen. Am Samstag haben wir die 5 der Schwerter. Das ist Konflikt. Und Konflikt in Bezug auf Fairness, nicht so gut. Am Sonntag haben wir die 7 der Münzen. Das heißt, du brauchst Geduld. Und was ich jetzt so rein intuitiv bekomme, ist, vielleicht hast du dich so verhalten, dass du deine Dinge gemacht hast im Geheimen und hast deine Gefühle nicht offenbart. Dein Gegenüber fühlt sich vor den Kopf gestoßen, zieht sich zurück und dann fällt dir auf, das verletzt mich ja auch. Und deswegen muss ich was tun. Ja, und vielleicht ist das dein Ratgeber oder es ist die Person, die mehr oder weniger das weiß, was mit dir los ist. Die Begeisterung ist das, was du finden musst. Und die Sicherheit und Stabilität kommt nicht durch Unfairness und auch nicht durch Konflikt, sondern durch Geduld und liebevolle Energie. Wir schauen mal, was wir da haben. Es kann natürlich auch sein, dass dir jemand Unrecht getan hat oder dass beide Seiten das so sehen. Was ist die 7 der Luft beim Wassermann? Was haben wir da? Die 8 der Kelche, neue Wege gehen und der Magier. Also du hältst unter Verschluss, was du für neue Wege gehen willst. Das heißt, du schmiedest Pläne ohne dein Gegenüber oder die Person, die dir, glaube ich, auch was bedeutet. Du versuchst, diese Dinge umzusetzen. Und ja, ich denke mal, du lässt den anderen mehr oder weniger da am langen Arm verhungern. 2 der Erde, Unabhängigkeit, 9 der Münzen und 6 der Schwerter. Ja, dein Wunsch ist es, auf der einen Seite unabhängig zu sein und auf der anderen Seite eben ja in ruhigere Gewässer zu schippern. Nur das könnte schwierig werden, weil unabhängig zu werden bedeutet viel Arbeit und ruhige Gewässer bedeutet ja wenig Stress. Also schwierig. Hoffnung und Ängste, Hohepriesterin, da haben wir den König der Münzen und wir haben den Neubeginn. Ja, der König der Münzen ist jemand, der sich auf seinen Lorbeeren mehr oder weniger ausruht. Der weiß, was er kann, was er schon geschaffen hat und sich damit zufrieden gibt. Und die Welt ist ja der Neubeginn in andere Sphären. Und ich glaube, dass du da noch nicht sicher bist, was du da
wie du das handhaben möchtest. Ich glaube, du bist ein so freiheitsliebendes Sternzeichen, dass du eben nicht so gerne dich auf dem, was du hast, ausruhst, sondern lieber die Welt erkundest und Neues finden willst. Gut für dich ist die Wunscherfüllung, Geselligkeit gehört dazu und die Beurteilung der Situation. Also, wo ist denn auch Unfairness passiert und wie kann man das aus der Welt schaffen? Wir haben die 4 der Münzen und wir haben die 10 der Stäbe. Ja, auf der einen Seite an Gerechtigkeit festhalten und auf der anderen Seite Bürde loswerden. Was mir jetzt, wie gesagt, intuitiv kommt, ist, dass du vielleicht jemandem Unrecht getan hast und dann gleichzeitig das Gefühl hast, naja, ich verabschiede mich mal, dann muss ich mich damit nicht mehr rumärgern. Aber glaub mir, wenn das so sein sollte bei dir, dass diese Ungerechtigkeit karmisch irgendwie auf dich zurückkommt. Das Ass der Erde, Page der Münzen und Ritter der Schwerter. Also, du preschst voran, um Sicherheit und Stabilität für dich als Person herzustellen. So, schauen wir mal, was hier die 7 der Schwerter sagt. Da gibt's Krawall zu Hause und König der Schwerter. Du bist in deinem Element und ich könnte mir vorstellen, dass du versuchst jetzt tatsächlich in dieser Woche dich mit irgendwas davon zu stehlen, irgendwas nicht zu äußern, geheimnisvoll zu sein. 3 der Schwerter, der Wagen und der Bube der Kelche. Um den Schmerz sowohl bei dir als auch bei deinem Gegenüber zu mildern, solltest du tatsächlich die Dinge in die Hand nehmen und mit liebevoller Energie auf dein Gegenüber zugehen. Das ist der Ratschlag. Zurückhaltung, König der Erdschmerz. Ich glaube, du hast mit einem Feuerzeichen Stress und dieses Sternzeichen ist dann zurückhaltend, weil selbst verletzt. Also sowohl du als dein Gegenüber ist verletzt. Ja, und ist deshalb zurückhaltend, deswegen die 5 der Münzen. Und es ist in dieser Woche, glaube ich, etwas, was du tun kannst, um die Dinge zu verbessern. Wir haben die Begeisterung, Ritter der Stäbe. Wir haben den Erfolg und wir haben die 3 der Stäbe. Das sagt mir, dass du viel erreichen kannst, Wunscherfüllung, die Situation zu beurteilen und versuchen solltest, klar Schiff zu machen. 10 der Münzen, wieder die 7 der Schwerter und die Sonne. Es geht nicht nur ums Finanzielle, es geht auch nicht nur um Stabilität und Sicherheit, es geht auch immer ums Gefühl. Ja? Du sollst deinen Neubeginn haben, du sollst auch Stabilität und Sicherheit haben, aber nicht auf Kosten deiner eigenen Bedürfnisse, deiner eigenen Gefühle und auch nicht der Gefühle anderer. Wir haben den Konflikt, König der Kelche und 4 der Schwerter. Überlege dir gut, wie du in der einen oder anderen Situation reagierst. Bitte nicht zu harsche Worte. 5 der Schwerter sind schon böse Worte, die da fallen können. Sei ein bisschen vorsichtig, habe Geduld. Es geht wieder um Gerechtigkeit und es geht um Heilung. Und das ist die Wassermann-Karte. Ich sehe dich, lieber Wassermann, in dieser Woche ganz klar aufgefordert, Fairness walten zu lassen. Wir haben 3-mal die 7 der Schwerter und das beunruhigt mich einigermaßen. Bitte versuche nicht mit irgendwas davon zu kommen. Sei klar, sei deutlich, aber sei auch höflich und nett. Ja, wenn du irgendwas zu klären hast, dann sei auch offen für die Meinung anderer und spreche mit diesen und schaffe das vielleicht ratzfatz aus der Welt. Wir haben eine schöne Karte für dich. 2 sind es. Einmal lachen und einmal öffne dein Herz. Ich werde dir beides vorlesen. Ich finde, das passt sehr gut zu deiner Legung. Lachen. Lachen lockert verhärtete Energie auf. Es bringt die Dinge in Bewegung und entspannt dich. Lachen ist ein wirksames Gegenmittel gegen Stress, Schmerz und Konflikte. Wenn es darum geht, Körper und Geist wieder ins Gleichgewicht zu bringen, wirkt nichts schneller und zuverlässiger als ein herzhaftes Lachen. Humor erleichtert deine Bürde, verbindet dich mit anderen, erdet dich, fördert deine Konzentration und macht dich hellwach. Sehr schön. Und dann haben wir die Nummer 10, öffne dein Herz. Die Wahrheit hinter unserer Erde, hinter Natur und Umwelt ist die Liebe.
Es ist die ewige Liebe, die keine Ansprüche stellt, keine Erwartungen hegt und uns keine Grenzen oder Bedingungen auferlegt. Diese tiefstmögliche Liebe kann jeder Mensch erfahren, wenn er nur bereit ist, sich zu öffnen. Liebe kann und wird in dein Herz strömen, aber nur, wenn du es zulässt. Sie verändert deine Wahrnehmung und nährt dich. Sie gibt dir Halt und sogar die Kraft, schwere Zeiten zu überstehen. Halte einen Augenblick inne. Öffne dein Herz und lasse zu, dass die Liebe dir Freude, Gelassenheit, neue Energie, Leidenschaft und vollkommenes, unerschöpfliches Glück schenkt. Ja, und indem du dich auch um die Gefühle anderer kümmerst, heilt dein Herz und du öffnest dein Herz eben für dich, für deine Bedürfnisse und für die Bedürfnisse anderer. Und wir haben hier die Sonne, die das Ganze überdecken kann. Ja, wenn du hier... ja, teilst, also im Sinne von dich mitteilst und auch mit anderen, ja, Gefühle teilst und Frohsinn und Lachen, ja. Also vorsichtig mit Konflikten momentan, ja, das ist nicht so schön, man sollte sich da ein bisschen zurückhalten und ja, Heilung ist da, ne, und das solltest du nutzen. Ja, mein lieber Wassermann, ich bin gespannt, was du berichtest und ich bin gespannt und hoffe, dass du Konflikte beilegen kannst und dass du dir deine eigenen Gefühle bewusst wirst und den Gefühlen anderer, dass du das so ein bisschen besser verstehst und damit umgehen kannst. Ja? Das gilt nicht für jeden, aber sicherlich der eine oder andere ist sich dessen gar nicht bewusst, wie er oder sie dann vielleicht jemanden kränkt. Und deswegen sollte man das ab und zu mal überdenken, überschauen und auf die Reaktion der Mitmenschen achten. Ja, ich bin gespannt. Lass es mich wissen. Ich hoffe, dass das hilfreich war und dass es dir einen Anstoß gegeben hat, das positiv umzuswitchen. Das würde mich sehr freuen und vor allen Dingen dann, wenn du es mir mitteilen magst. Wenn das hilfreich war, würde ich mir ein Däumchen hoch wünschen. Ich wünsche dir den bestmöglichen Erfolg dabei und freue mich auf deine Kommentare. Also, bis bald. Tschüss.